Hallo und damit willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit dem Herrn Sofort neben mir und mit mir dem Herrn Gleich. Ja Leute, heute sind einige News noch mit hinzugekommen. Zu Season 8, genau. Ich hoffe, dass die, also Leute, ich weiß nicht, ich denke mal, die kommt am 28. Februar aus. Ich weiß am 27. Februar. Ja. Soll das der 1.3. sein, oder nicht? Nein. Es hieß doch, nein. Am 28. Februar endet die andere hier? Nein, die endet am 27. Wo ist denn hier überhaupt, hast du hier gar nicht drin, oder was? Doch, hab ich. Jetzt auf 9.5. Fensteraufnahme kommen. Das da? Ja. Okay. Da oben ist die Schildtaps. Nein, die sieht man hier dann nicht mehr. Glaubst du? Ja, mit das sieht man hier dann nicht mehr. So. Okay. Also. Also, wir haben jetzt hier Neuigkeiten. Von Epic Games. Was alles in Season 8 kommt. Die Planes werden removed. So, Epic Games hat jetzt hier Infos rausgerückt wegen dem... Moment, ich muss das mal alles ein bisschen zurechtdrücken. Jetzt kann man es nämlich nicht richtig lesen. Bisschen kleiner machen, ein bisschen größer. Weapon ziehen. Firing Sounds. All, so. All player weapons fire sounds are new to... The stereo, given them a much fuller and natural sound. Super, okay. They are tweaking the way shadows are rendered to both. Okay, also them. Schattenrendering. Okay. All player weapon fire sounds. There's a global reverb available. All third person weapon sounds from other players are now mono and run through the new warp, which gives much better point spatulation. Was? Spatialization. Alles klar. While still sounding in the world. There is now a global reverb available. Was heißt denn reverb überhaupt? Übersetzer. We are setting it up as an opt-in feature. So we will be adding the reverb to categories of sounds as we go. Currently weapons related. Oh Gott. Also auch wieder mit Sounds, super. New Sounds, was Sounds, denn das Sounds, für Schwachsinn? Improvements to upstairs, downstairs, footsteps, improved hit notification audio, improvements to sound, blah blah, cleaned up the weak point harvesting, crit sound, also immer nur Sound, okay. Dann eine der überraschendsten. Warum überraschend? Die hat jeder gehasst. Ich bin, ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie sie jetzt tatsächlich rausnehmen. Irgendwie einer von uns beiden, du bist wieder nicht drin. Aber wenn ich mein Knie direkt vor meiner Nase habe, dann kann ich auch nicht gefunden werden. Auf, komm, geh rein. So. Also. Epic Games hat announced. Tatsächlich bekannt gegeben, dass die Planes rauskommen. Season 8, keine Planes mehr. Was sagst du dazu? Ja, sofort, was ist Ihre Meinung dazu? No Planes in Season 8. Endlich mal was Gutes. Endlich mal was Gutes. Ja, bis jetzt waren die Season Changes mal die schlimmsten Updates überhaupt. Dann wurden die Impulsgranaten rausgenommen, dann wurden die alten SMGs rausgenommen, dann wurde das rausgenommen, dann werden die Shockwave-Granate rausgenommen, dann wurde der Grappler rausgenommen. Oh. So, hier sind noch so ein paar Infos. Audio Guy played this alone before adding it. What's your guy's favorite? Okay, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Und ja, dann gehen wir doch einfach mal in den heutigen Shop rein. Schauen wir mal. Also eigentlich das Einzige, was wir jetzt herausgefunden haben. Ja, yippie, die Sounds werden erneuert. Super. Aber ein viel geiler, die Planes kommen raus. Mega. So, ja, dann sind wir hier in dem heutigen Shop und. Ich hab jetzt auch noch. Also, auf jetzt meine Lieblingswaffen raus, meine Pump. Die Pump wird rausgenommen.
Dann wird noch die SCAR rausgenommen, dann werden noch die Rifles rausgenommen, dann wird noch die Pickney rausgenommen, dann wird noch alles Mögliche aus dem Game rausgenommen, dann wird noch die Razor rausgenommen. Dann und dann ist es ein liebes Knuddelspiel. No. Love, Peace and Harmony. So, okay, also wir sind jetzt hier im heutigen Shop. Gucken uns das mal an. Was gibt's denn hier? Den Revolt! Nein, Boardbag. Eine Boardbag ist das hinten drauf, genau. So. Ja, der Revolt. Was ist denn Ihre Meinung dazu, Herr Sofort? Soll ich das echt sagen? Ja, bitte. Fangen. Ich soll damit anfangen. Also, das da hinten erinnert mich ja schon ein bisschen an den Ragnarok. Das erinnert dich daran, das ist der fucking Ragnarok. So. Und da oben die Cap, ja. Die ist auch ganz cool. Also Jacke und Cap sind ganz cool. Der Schrott da drin, der Schrottotter, den finde ich scheiße. Der sieht kacke aus. Und dann gibt's von mir 4 von 10. 4 von 10, 5 von 10. So, lass mal schauen, was sind noch gar keine Wertung bis jetzt dafür da. So, dann haben wir den Rebel. Und was hältst du denn von dem Rebel? Noch schlimmer. Das ist noch beschissener aus, oder? 2 von 10. Ja, von mir kriegt er nur 2 von 10. Also auch da hinten. Ist überhaupt mal vorgekommen, dass ich mal mehr gebe als du? Eigentlich selten, ja. Dass ich mal weniger gebe, mehr gebe als du. Ja, selten. Ich bin ja normalerweise derjenige, der hart gewesen ist. Ja. Dann haben wir hier diese komische Crossroads-Kriege. Hör auf! 2 von 10. 2 von 10 für die Crossroads-Picke? Ja, 2 von 10 für die Crossroads-Picke. Und ich gebe der Crossroads-Picke sensationelle... 1 von 10. 3 von 10. Komm schon. Ja, jetzt gibst du mehr als ich. Oder? Ja, jetzt gebe ich mal mehr als du. Aber jetzt hauen wir aber Punkte raus hier. Ja, krass. Jetzt hauen wir 2 und 3. Wir betteln uns gerade darum, wer einen Punkt mehr oder weniger Just. Gibt. So, und jetzt kommt die Überraschung. Irgendjemand findet das Ding auf jeden Fall scheinbar so geil, dass er ihm 5 von 5 gegeben ihm. Hat. Dem Schild. Also es ist eine männliche Person. Dem Schild. Der Schild. Dem Schildpicke. Der Schildpicke. Also, so. Dann haben wir den Sash Sergeant. Oh mein Gott! Ey, ich hasse diesen Skin seit Season Nummer 2. Der Sash Sergeant. Ja, was gibt's denn? 4 von 10. 3 von 10. 3 von 10. Und da haben wir aktuell 3 von 5 bei 21 Votes. So, und dann haben wir jetzt 9 Emote. Jetzt haben wir einen neuen Emote. Haltet euch fest. Erhaltet euch fest. Genau. Also das fandst du doch cool, oder nicht? Es geht. Es geht nur? Ja, einmal noch durchlaufen. So, jetzt fängt es wieder von vorne an. Ja, also ich gebe dem, also ich würde schon, ich muss sagen, 7 von 10. 7 von 10? Nein, ich bin jetzt ganz. Doch. Ich gehe erstmal wieder schon durch und mach das zum Schluss. Meinst du? Ja. Echt? Ja, meinst du. Item Shop. Item Shop, okay. Also Overdrive sagst du jetzt 7 von 10, ich sag 8 von 10 für den Overdrive. Und dann habe ich jetzt noch kein Rating, na klar. So, Recon Specialist. Ich sag eine Zahl zwischen 1 und 10, ob die eher Deminator an meiner Zahl ist. Oje, so wie ich dich kenne, weiß ich, da bist du wahrscheinlich wieder bei 1. Also du hast eins also von 1 zu 10 1 genommen. Mhm, bei dir, ja. Nein? Ich habe 9 genommen als Zahl. Das bedeutet, ich nehme meine Punktestand zwischen 4 und 5. Die Leute sagen, die Zahl
von 1 zwischen 10. So, und ob du nah oder nicht so nah mit dran liegst, hängt davon ab, ob ich jetzt 4 oder 5 gebe. Also, du warst ziemlich weit weg mit dir. Okay, habe ich überhaupt nicht verstanden. Wenn es einer von euch verstanden hat, kann er es mir wieder in den Kommentaren erklären. Ich habe es jetzt gerade nicht gecheckt. Also, du hast ihm jetzt 4 von 10 gegeben. Ich gebe dem auch 4 von 10. Und ja, da haben wir hier tatsächlich 4,32 von 5 bei 34 Votes, 120 Reminders, also mega beliebt. Dann haben wir den Bobbin. Ich bin in der Kamera irgendwie. Warum auch immer. Gut jetzt. So, was gibt der Bobbin von dir? 8 von 10. Ah, ey, ehrlich? Von mir gibt er 7 von 10. Okay. Hier haben wir 3,53 von 5 bei 17 Votes. Der Bobbin. Dann haben wir die Tactical Spade. 0 von 10. Die ist so schlimm. Ich finde sie auch echt toll. Ich krieg von mir 2 von 10. Warum? Weil sie von mir 2 von 10 kriegt. Was ist denn der gut? Ja, was heißt gut? Ja, du musst ja irgendwas 2, gut finden, dass du wenigstens Probleme. Ja, ich finde nicht, dass es so scheiße aussieht, dass ich 0 gebe. So, 2,6. Zwischen 0 und 2 gibt es auch noch 1, ne? Ja, 2,63 von 5 bei 8 Votes. So. Und jetzt, wie immer, fangen wir an und gucken uns mal an, was das Ding da, dieser andere Emote, was der so da kann. Dieser Overdrive mit allen. Leute, ich sag jetzt schon mal gute Nacht. So, im letzten Video, Leute. Gell? Alle Leute, die sich noch daran erinnern können, gleich. Ja, ja. So, alles. Wie soll ich das leiser machen? Ja, das ist schön, aber das soll ja auch hier. So, dann gehen wir mal die Emotes bzw. die Skins durch. Was haben wir denn da zur Auswahl? Wir hätten den schwarzen Ritter zum Beispiel. Königskin. Ist das dein Königskin? Ja. Das sah schon cool aus. Ich finde, zum schwarzen Ritter passt das eigentlich. Also zwischendrin die Steps, die sehen ein bisschen aus wie bei Super Mario. So. Oh, ich fand, das sah jetzt nicht so schlecht aus. Eisknight. Und Gold. Eisknight und Gold. Mhm. Mhm. Ja, im Gold sieht er cool aus, auf jeden Fall. Der Spider-Knight! Leute, den habe ich mir nicht gestern gekauft, sondern am Release. Ja. Was haben wir denn noch? Wir könnten den Raven. Der ist gestern drin gewesen. Da habe ich schon den Raven. Das ist, seitdem er draußen ist. What the fuck, der muss unbedingt haben. Da bin ich doch echt tank gefahren. Ja. Wobei ich sage, also ich fand das jetzt hier nicht so toll, oder? Naja, mit dem passt es gar nicht. Meinst du? Ja, jetzt sieht auch scheiße aus. Ja, das passt nicht. Schon komisch, also. Pass auf, geh mal runter. Aber mit Zoe. Die erste Million sieht aus wie ein Pinguin. Das ist komisch, also ich weiß nicht, das ist schwer.
schnell sieht es so bei dem aus. Ja, unser Weihnachtsmann. Oh nein. Na klar. Heute hat sie in die Grimassen aus. Also, je öfter ich das Ding sehe, desto besser gefällt mir das, muss ich echt sagen, irgendwie. Also, strange. Erst so dieses Rumgewackel, dann wenn sie fällt, dann guckt sie so erschrocken. Doch! Das Video hat er gleich 10 von 10 gegeben. Nein, das mache ich nicht. Was, bei 8 von 10? Ja. Das sieht sehr schön aus. Ein Dark Bomber. Ich brauche die Pika wahrscheinlich einmal Pika da. Ja, das ist mega. Das ist mega. Skull Trooper. Ist ja so ein halbes Skelett. Natürlich mit dem Lebkuchen, Mann. Ups. Aber der sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Dann findest du nicht so? Ich muss natürlich auch beim Ragnarok da. Natürlich beim Ragnarok. So, was haben wir als nächstes? Jetzt über den Ragnarok. Vielleicht ernsthaft? Was denn? Hast du besseres Auflager? Hier? Ups. Wird auch nicht gedächtet. Fand ich jetzt nicht schlecht. Farbenbombe rein. Farbenbombe nicht ab. Hey, ja, ich bin gerade am gucken. Hoch. Da. Mega. Das sieht echt mega cool aus. Beim Farbenbomber sieht es echt mega cool aus, muss ich echt sagen. Hast du eine gute Wahl getroffen? Guck mal, bei Wolf! Kann ich mir bei dem Wolf nicht vorstellen. Das sieht so scheiße aus. Sind Sie
Ja, ja. Ist okay. Das meiste ist grün mit komischen Blitzen. Da sieht es natürlich schon aus, mit den ganzen Effekten bei dem. Style. Ey, das ist mal mega geil. Ey, das muss ich jetzt mal im zweiten Durchlauf auch noch. Ey, das ist ja mal mega fett. Ey, das passt ja mal so perfekt. Alter, das passt ja mal so perfekt. Das ist ja die, also finde ich, also sensationell geil. Du nicht? Also ich fand das mega geil, mit den ganzen Blitzen und so, Hammer. Das hat auch richtig gut dazu gepasst. Oder? Ja, unser Pokémon. So, da muss ich natürlich immer, da muss ich immer gucken, ne? Das ist was, da komm ich einfach nicht drum. Also erstmal unsere Funkel-Spezialistin. Und was haben wir denn noch? Wen haben wir denn da noch? Funkel-Spezialistin? DJ Under. Ja, hier ist das. Vampirella muss ich auch noch gucken. Und natürlich der mit seinem Lava. Weil beim DJ Under sieht es auch nicht so schlecht aus. Ja, auch nicht so schlecht. So, hier. Ich kann mir nicht helfen, weil der sieht irgendwie fast alles gut aus. Also ich habe jetzt eigentlich keinen Emote gesehen, der mir bei ihr noch nicht gefallen hat. Das ist mega. So, dann haben wir. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ist das scheiße. Mega witzig. Das sieht ja sowas von bescheuert aus. Das sieht ja total bescheuert aus mit dem. So, was haben wir jetzt noch? Wer ist jetzt noch offen? Oh, ja, die müssen wir noch zu guter Letzt noch machen. So, ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich, oder würden wir uns natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt uns was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit dem Herrn Sofort und mit mir, dem Herrn Gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.